In diesem Video stelle ich euch das Präteritum vor, genau das Präteritum im Indikativ, das auch unter dem Begriff Mitvergangenheit bekannt ist. Beginnen wir mit der Definition. Was versteht man unter dem Präteritum? Unter dem Präteritum Indikativ versteht man eine grammatikalische Zeitform, Tempus, der abgeschlossene Ereignisse in einer Vergangenheitsform beschreibt und tritt damit zur Konkurrenz zu der anderen Vergangenheitsform, die nicht abgeschlossene Ereignisse beschreibt. Das Präteritum ist eine sehr anwendungsfreundliche Zeitform und sie ist die hauptsächliche Erzählzeit in Berichten und Romanen, Aufsätzen und so weiter. Kommen wir gleich zur Bildung. Da gibt es zwei wesentliche Möglichkeiten und die richtet sich nach den vorgefundenen Verben. Finden wir regelmäßige Verben vor, dann werden diese konjugiert, indem man an den Stamm des Infinitivs des Verbs die Nachsilben in der ersten Person Einzahl von TE, in der zweiten Person Einzahl von TST, in der dritten Person Einzahl von TE, in der ersten Person Mehrzahl von TEN, in der zweiten Person Mehrzahl von TET und schließlich in der dritten Person Mehrzahl von TEN anhängt. Wir haben hier als Beispiel das regelmäßige oder auch schwache Verb genannte Lachen. Und von dem bilden wir jetzt die Personalformen im Präteritum. Erste Person Einzahl, ich lachte. Zweite Person Einzahl, du lachtest. Dritte Person Einzahl, männlich, maskulin, er lachte. Dritte Person Einzahl, weiblich, sie lachte. Dritte Person Einzahl, sächlich, neutral, es lachte. Dann noch die drei Mehrzahlformen. Erste Person Mehrzahl, wir lachten. Zweite Person Mehrzahl, ihr lachtet. Und die dritte Person Mehrzahl, sie lachten. Da hier die Nachsilben sehr wichtig sind, markiere ich sie zusätzlich noch in blauer Farbe. Erste Person Einzahl TE. Zweite Person Einzahl TST, dritte Person Einzahl männlich TE, genauso wie bei der weiblichen Form und der sächlichen Form. Die Mehrzahlbildungen sind mit TEN, TET als Nachsilbe und schlussendlich wieder mit TEN. Dann die zweite Möglichkeit, die Präteritumform von Verben zu bilden, ist bei unregelmäßigen Verben gegeben und starke Verben werden konjugiert, indem man die zweite Stammform verwendet. Die könnt ihr in der Liste der unregelmäßigen Verben nachschauen und am besten auch lernen. Dabei verändert sich der Selbstlaut, der auch Vokal genannt wird. Auch hier bilden wir die Personalformen für alle Personen im Präteritum. Als Verb habe ich hier gehen ausgesucht. Erste Person Einzahl, ich ging. Zweite Person Einzahl, du gingest. Dritte Person Einzahl, männlich, er ging. Das gleiche bei der weiblichen Form, sie ging. Und sächlich, es ging. Das waren die Singularformen oder die Einzahlformen. Und jetzt bilden wir noch die Mehrzahlformen. Erste Person Mehrzahl, wir gingen. Zweite Person Mehrzahl, ihr ginget. Und schließlich die dritte Person Mehrzahl, sie gingen. Das war die Bildung des Präteritums bei unregelmäßigen Verben. Es gibt noch eine Gruppe von Verben, die wir hinsichtlich der Bildung
besprechen. Das sind die Modalverben. Modalverben haben ja die Aufgabe, dass sie das Verb näher bestimmen. Und sie werden im Präteritum gebildet wie bei regelmäßigen Verben. Also indem man die Nachsilben von oben anhängt. Zusätzlich, und das ist eben der Unterschied, wird, falls vorhanden, das ist ja nicht bei allen Modalverben so, aus dem Umlaut ein Selbstlaut. Auch hier ist es am besten, das in die Praxis umzusetzen und gleich in Beispielen zu verschriftlichen. Aus müssen wird in der ersten Person Einzahl ich musste. Und aus können wird ich konnte. Gut zu sehen, aus dem Ü wird ein U, aus dem Ö wird ein O. Dürfen, ich durfte, mögen, ich mochte, wollen, ich wollte und sollen, ich sollte. Bei den letzten zwei finden wir keinen Umlaut vor, das heißt, hier ist die Bildung gleich wie im Infinitiv. Bei denjenigen Modalverben, wo sich aber eine Änderung ergibt, markiere ich den Vokal. Bei musste ist es das U, bei konnte das O, bei durfte wieder das U, bei mögen wieder das O. Dann noch zur Verwendung. Zwei Beispiele des Präteritums. Abgeschlossene Handlung in der Vergangenheitsform. Ich schrieb einen Brief. Zum Beispiel eine abgeschlossene Handlung. Und Zustand oder Fakten, die die Vergangenheit betreffen. Die Arbeitslosigkeit war vor 20 Jahren sehr hoch. Das war ein kurzer Überblick über die Zeitform des Präteritums. Weitere Beispiele und Informationen findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Playlist in YouTube Deutsch Zeitformen. Viel Spaß beim Einlernen und bis bald bei einer neuen Aufgabenstellung.